So, wir führen jetzt das erste Interview mit dem Topscorer der Liga, Gennadi Petrov, im wunderschönen Gileiten. Gennadi, deine Zwischenbilanz vom Trainingslager? Ja, ganz kurz, ich bin einen Tag später gekommen, aber trotzdem, ich merke schon, dass da gibt es alles, was notwendig ist, dass die Mannschaft vorbereitet sich für die zweite Halbsaison. Also da gibt es alles, was notwendig ist, von der Wetter, Plätze und also wir haben alle Konditionen, um eine super Vorbereitung zu schließen. Ja, du hältst nun bei 11 Toren nach der Hinrunde. Was sind deine persönlichen Ziele für das Frühjahr bzw. mit dem ATSV Stadlbauer? Ja, Ziele, meine Position ist Sturm, also normalerweise eine gute Sturm muss Tore schießen. Natürlich, für mich wäre ganz wichtig, dass die Mannschaft Punkte gewinnt. Aber für Punkte, für Mannschaft natürlich ist wichtig, dass ich Tore schieße. Mein Ziel ist, dass mehrere Tore wie möglich zum Schießen, dass zum unsere Ziel schaffen. Und Ende schauen wir mal, wie viele Tore kommen oder wie viele Punkte. Erste Runde wartet nun das Topspiel gegen den überlegenen Spitzenreiter aus Braunau. Welche Chancen räumst du uns gegen Braunau ein, beziehungsweise was erwartest du? Ja, ich erwarte ein super Spiel mit vielen Zuschauern und für mich persönlich gibt es nichts schöner als einen guten Gegner mit vielen Zuschauern. Und dann, ich bin überzeugt, dass wir gewinnen diese Mannschaft, weil jeder weiß, um wann geht's. Und also wir haben Mannschaft, Vorstand, Trainer, alles muss man 100% geben und ich bin überzeugt, dass wir gewinnen, sagen wir, sicher dieses Spiel. Deine Tipp für das Spiel? Meine Tipp ist 2-0 für uns. 2-0 für Stahlbauer. Danke, Gennadi. Bitte, bitte.